Um wie viel Prozentpunkte wird die FED die Zinsen senken? Diese Frage dominiert gerade die Märkte. In einer neuen Ausgabe von Röhmhelds Research Report analysiert Carsten Röhmheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity, die Lage. Weitere Themen sind: Kommt eine Rezession und welche Folgen haben fallende Zinsen fürs Depot? Ich freue mich, die neue Ausgabe von R hoch 3 hier bei René Will Rendite zu präsentieren. Ja, diese Woche hat es in sich. Wir erwarten mit Spannung die erste Zinssenkung der US-Notenbank Fed in diesem Zyklus, nachdem die EZB ja schon zweimal 25 Basispunkte jetzt vorgelegt hat. Die große Frage wird sein, wie großzügig fällt die Zinssenkung aus? Welche Kommunikation kommt dazu? Und deswegen beschäftigen wir uns heute grundsätzlich mit diesem Thema. Damit zu den drei R's von R hoch 3 heute. Rätselraten, was tun die Zentralbanken als nächstes? Rezession, die US-Rezessionssignale nehmen zu. Was bedeutet das für die Märkte? Und Reallokation, wenn die Zinsen fallen, werden Anlagen reallokiert. Aber wohin? So, es gab in den letzten Wochen ein ziemliches Hin und Her, nachdem ja erst die Kerninflationsraten auf Basis der vergangenen Woche überraschend wieder nach oben gingen und damit den schwächelnden Arbeitsmarkt etwas entgegengesetzt haben. Und seitdem ist die Situation ziemlich unklar. Erst hatte man sich auf 25 Basispunkte geeinigt. Dann kam letzten Donnerstag ein Artikel des Wall Street Journal Chefökonomen Nick Timiraos raus. Der hat schon 2022 für Aufsehen gesorgt, als er damals diese Jumbo-Zinsanhebung von 75 Basispunkte korrekt antizipierte, die damals noch nicht eingepreist war. Und sein Artikel war allerdings deutlich ausgeglichener als vorher. Er hat aber natürlich stark schon auch Richtung 50 Basispunkte tendiert. Und Mitte letzter Woche waren wir nur bei 17,5% Wahrscheinlichkeit für eine 50 Basispunkte Zinssenkung. Und das ist jetzt rasant angestiegen. Ende letzter Woche bei 50. Und aktuell ist der Wert heute zwei Tage vorher bei 74%. Und damit haben wir ein Szenario, was mit wirklich größtmöglicher Unsicherheit verbunden ist. Zu dem Thema möchte ich gerne mal ein Bild zeigen, was ich heute Morgen noch hier herausgefunden habe von der Deutschen Bank. Und zwar sieht man hier, dass die Überraschung, die dieses Mal stattfinden wird, die größtmögliche ist seit mehr als 15 Jahren. Hier sieht man jeweils, wie die sozusagen die Wahrscheinlichkeiten vor den jeweiligen FED-Sitzungen verteilt waren und was dann letzten Endes passiert ist. In Rot sieht man die Überraschung, die stattfinden würde, wenn wir eine 25 Basispunkte Zinssenkung kriegen. Also die ist inzwischen größer von der Ausprägung nach der neutralen Achse als die Überraschung, die wir kriegen würden, wenn wir eine 50 Basispunkte Zinssenkung kriegen. Die ist unten mit Gelb abgetragen. Ja, also man sieht sie an den 74-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Das ist inzwischen sehr deutlich in Richtung 50 Basispunkte hingegangen. Normalerweise korrigieren die Notenbanker diese Aussagen, die im Markt rumwabern, damit die größtmögliche Unsicherheit rausgenommen wird. Das machen sie teilweise über gut informierte Quellen, über Journalisten, wie zum Beispiel den Wall Street Journal Journalisten. Aber die Fed befindet sich jetzt gerade in der Blackout-Periode und kann selbst unmöglich in die Diskussion eingreifen. Insofern ist die Frage, und gestern kam nochmal ein Artikel von diesem Timiraos raus, der das Ganze eingeordnet hat, aber auch jetzt nicht nochmal sehr viel stärker in die Richtung 50 Basispunkte gepusht hat. Also von daher bin ich sehr gespannt, ob noch irgendwas anderes unternommen wird innerhalb der zwei Tage, weil so waren die Ausschläge und die Unsicherheit noch nie. Ich bin selbst nach wie vor der Überzeugung, dass wir 25 Basispunkte bekommen, weil ich sehe einfach keine Anhaltspunkte für eine Notfallmaßnahme der Fed. Es hätte also eine, glaube ich, eine ganz große Signalwirkung momentan. Der negative Beigeschmack ist vielleicht in den letzten Tagen ein bisschen kleiner geworden, aber nach 50 Basispunkten Zinssenkung ist nie was Positives passiert in der Vergangenheit. Wir hatten das mal in 2001, wir hatten es mal in 2007, Sie alle wissen, was danach gekommen ist. Und auch im März 2020, als wir in der Covid-Pandemie waren, ging es erstmal mit 50 Basispunkten los. Was für einen großen Zinsschritt aber spricht, ist im Moment natürlich der Druck des Bondmarktes, der sehr, sehr groß geworden ist. Wir können uns mal die Zinskurve hier anschauen. Die zweijährigen Zinsen, die links an der Seite abgetragen sind, sind mit 3,5% sehr, sehr weit entfernt von dem, was der Markt momentan oder was die Fed momentan an Zinsen hat. Und die Zinskurve hat sich, wie Sie hier sehen können, innerhalb dieser blauen Ellipse inzwischen aus der Inversion herausbewegt. Also sozusagen, dass die langfristigen Zinsen niedriger lagen als die kurzfristigen, hat sich jetzt geändert. Wir sehen, die 10-Jährigen hier am rechten Bildrand sind inzwischen leicht höher, bei 3,6% ungefähr als die 2-Jährigen Zinsen. Und damit hat die Inversion eben sich normalisiert. Könnte auf eine Rezession hindeuten. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen. Und dann gibt es noch den anderen Punkt, den ich gerne erwähnen würde.
nämlich die Finanzkonditionen allgemein, die ja für die Fed auch ein wichtiger Punkt sind. Also die Finanzkonditionen, die man hier sehen kann von der Goldman Sachs, sind die immer wieder im US Financial Conditions Index abgetragen. Und hier sieht man an dieser negativen Ausprägung, also die Finanzkonditionen sind eigentlich immer legerer geworden. Ja, die größtmögliche Anspannung haben wir, wenn wir weit oben über die 100er-Marke gehen. Und jetzt rechts am rechten Bildrand sieht man, dass eben durch positive Aktienmärkte, durch eingeengte Spreads und ähnliche Dinge die Finanzkonditionen eigentlich recht leger sind. Also wir sind hier an einem Punkt, wo man schon sagen könnte, die Fed muss eigentlich gar nicht Zinsen senken in der Form, denn geschweige denn doppelte Ausprägung. Ja, das ist eigentlich sind die Bedingungen am Markt nicht schlecht. Das sieht ganz anders aus, wenn man die Eurozone anschaut. Und hier sieht man den deutlichen Unterschied der Financial Conditions. Hier sind die deutlich restriktiver insgesamt, immer noch, obwohl wir schon zwei Zinssenkungen hinter uns haben. Die Kurve ist eben nicht fallend, sondern die Kurve hat sich eigentlich seit einiger Zeit seitwärts stabilisiert und damit werden auch weitere Zinssenkungen gerechtfertigt. Und das macht das Ganze eben so unübersichtlich und so kontrovers. Es gibt gute Argumente für beide Seiten. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht und wie die Überraschung am Schluss ausfällt. Die Fed-Dot-Plots, also die Einschätzung der Fed-Mitglieder, wird auch noch bekannt gegeben am Donnerstag. Und hier sehen wir auch eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Fed-Mitglieder selbst sagen. Hier sehen wir auf Jahresbasis die Zinsaussichten für 2025 beispielsweise, ist ungefähr nur 100 Basispunkte Zinssenkung seitens der Fed eingepreist, während wenn wir die weiße Kurve und die lila Kurve angucken unten drunter, das ist das, was der Markt einpreist, haben wir über 200 Basispunkte eingepreist. Also die Frage wird sein, werden die Fed-Mitglieder sich annähern dem, was der Markt bisher schon vorausgeschickt hat, oder wird es hier eine weiter relativ restriktive Haltung geben im Sinne der Inflationsbekämpfung? Also die Fixierung der Märkte auf diese deutlichen Zinssenkungen sind mir nach wie vor ein bisschen ein Rätsel, denn ich habe eigentlich immer gelernt, wenn die Zinsen sinken, ist das eigentlich Ausdruck eines endenden Konjunkturzyklus und was stützende Maßnahmen erfordert, aber nicht unbedingt positiv ist für die Finanzmärkte. Und wir sprechen hier relativ deutlich von Zahlen und Fakten, gerade auch beim Thema Inflation. Gehen Sie ein Stückchen zurück, gehen Sie ein Stückchen hoch, aber machen wir uns mal klar, was über die letzten 2, 3 Jahre passiert ist. Wir haben einen riesigen Anstieg des Preisniveaus bekommen. Also wir in den Developed Markets sind es gar nicht mehr gewohnt. Also Preise im Vergleich zu 2021 liegen um gut 20, 30% höher. Und insofern ist das ein Gewöhnungseffekt, der nicht so schnell eintritt. Also da müssen sich die Konsumenten, glaube ich, erstmal nach und nach damit zurechtfinden. Ich glaube, die Schwellenländer, die Emerging Markets, sind natürlich viel gewohnter, solche Themen zu haben insgesamt, weil dort natürlich die Inflation insgesamt viel gelebter ist, dass man hohe Preissteigerungen bekommt. Deswegen glaube ich schon, die Fed muss das natürlich einkalkulieren. Und vielleicht nochmal ein paar Daten und Fakten zur Einordnung. Also es kommt jetzt nicht so sehr auf diesen ersten Schritt an, auch wenn der jetzt eine Überraschung darstellt, sondern eher da, wo der Weg weiterhin führt. Wo ist der Zielzins am Schluss? Denn da gab es ja, wie man hier sehen kann, an den Dotplots eine große Abweichung. Die Fiskalpolitik, also die Steuerpolitik und die allgemeine staatliche Verschuldung ist viel größer teilweise in der Auswirkung auf den Konjunkturverlauf als der erste Zinsschritt. Insofern sollte man sich auch ein bisschen darauf konzentrieren. Wie entwickeln sich die Schulden? Wie die Staatsausgaben? Wie sind die Fiskalpakete geplant? Und dann natürlich, gute Finanzmärkte sind nach wie vor so, dass sie nicht den entsprechenden Druck auf die Notenbanken ausüben, denn oder dass sie fast noch größeren Druck auf die Notenbank ausüben, weil man sehen kann, dass das den Notenbanken insgesamt nicht gefällt, wie die Finanzmärkte hier insgesamt trotz der mahnenden Worte reagieren. So, und die Frage ist natürlich, wie die Inflationsrate nach vorne hin weitergeht. Also das dürfte ganz klar ein entscheidender Faktor sein, die Inflationserwartungen an den Märkten sind wieder deutlich in Richtung 2% gefallen. Ich rede von den 10-jährigen Inflationserwartungen. Und da sind wir eigentlich seit 2020, 2021 nicht mehr gewesen. Also die Inflationserwartungen langfristig sind runtergekommen. Ob das so richtig ist und sinnvoll ist, wage ich jetzt an der Stelle mal zu bezweifeln. Ich glaube, die 2% sind etwas zu tief gegriffen. Jetzt kommt der zweite Punkt, was zur Entscheidungsfindung der Notenbanken beiträgt, ist die Frage: Kriegen wir eine Rezession oder nicht? Rezessionssignale nehmen zwar zu, aber wir sind weit entfernt davon, von einem bedenklichen Zustand zu sprechen. Aber das ist ja das Gefährliche. Diese Rezessionsentwicklungen in den Übergängen, die können deutlich schneller kommen. Und wenn die dann kommen, so nach und nach, werden die Märkte doch wahrscheinlich auch sehr schnell sein, das zu antizipieren und einzupreisen. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie stark schwächt sich die Wirtschaft ab?
Während der US-Aktienmarkt weiterhin natürlich relativ gut operiert. Wir gucken mal hier, sehen wir einige Signale, die jetzt schon seit einiger Zeit auf Abschwächung hindeuten. Gerade die Rohstoffpreise sind stark gefallen. Ja, die Zinsentwicklung hat darauf hingedeutet, sehr deutlich. Die Währungsentwicklung deutet darauf hin. Ja, die zyklische versus defensive Aktien deuten darauf hin. Und der S&P hat sich nach dieser August-Korrektur doch relativ deutlich nach oben wieder abgesetzt und kommt jetzt erst langsam wieder zurück. Also das ist schon eine starke Abweichung der Aktienmärkte eigentlich vom Rest, wenn man so will. Und Gold ist auch noch ein ganz guter Indikator, denn trotz der hohen Realzinsen auf einem Allzeithoch, ich glaube, da sind Schlussfolgerungen auch zu rechtfertigen, hat sicherlich was zu bedeuten, dass die Zentralbanken im Moment stark als Goldkäufer auftreten und vom US-Dollar vielleicht diversifizieren wollen insgesamt. Aber der US-Konsument, glaube ich, ist ein entscheidender Punkt. Und dann müssen wir uns mal anschauen, wie die Konjunkturlandschaft vom Konsum her in den USA aussieht. Kreditkartenschulden sind ein Punkt, den man sich angucken kann. Zur Erinnerung, alle neuen Kreditkartenschulden, die aktuell in den USA aufgenommen werden, werden mit 25% verzinst. Also das ist natürlich brutal. Vor einigen Jahren, als die Zinsen niedriger waren, war das noch eine deutlich andere Nummer. Da waren zwar auch schon 12, 13, 14%, aber 25 sind natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Deswegen, wir haben zwar auch im zweiten Quartal 36 Milliarden Dollar Kreditkartenschulden zugenommen, die liegen aber 17% niedriger als beispielsweise im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Was aber ein bisschen vielleicht bedenklich stimmen sollte, sind die Sparraten. Denn wenn wir uns mal den globalen Vergleich der Sparraten anschauen, dann stellen wir fest, USA hier mit Blau abgetragen am unteren Bildrand, die Sparraten haben eigentlich eher abgenommen, sind bei 2,9%, sind sozusagen so tief wie seit Jahrzehnten nicht mehr, während in anderen Regionen aufgrund von konjunkturellen Unsicherheiten die Sparraten eher zunehmen. Also insofern ist das ein bisschen das Problem, weil der Konsum wird natürlich wird davon natürlich maßgeblich beflügelt. Und wenn die Amerikaner jetzt vielleicht auch mal die Sparrate nach oben fahren in einer konjunkturell unsicheren Situation, dann steht das natürlich dem Konsum im Weg, dem, was in Zukunft konsumiert werden kann. Die Unternehmen haben noch keine großen Warnsignale abgesetzt im Sinne der Gewinnberichterstattung. Da sieht es eigentlich nach wie vor recht positiv aus. Aber ist das denn wirklich so? Wenn wir die Gewinnberichterstattung mal anschauen, dann ist die sehr geteilt. Ja, die Magnificent Seven, die berühmten, treiben das ganze Feld extrem nach oben. Ohne Nvidia wird es schon einen deutlichen Schritt weniger und dann der S&P insgesamt. Und wenn der S&P ex der Magnificent Seven betrachtet wird, hier in einer Analyse von Morgan Stanley, die Gewinnrevision seit 2 Jahren ungefähr, dann nimmt das eher ab. Also insofern ist es schon so, dass der breite Markt eigentlich Gewinn Net Income mäßig nichts mehr zulegt, sondern eher seitwärts bis leicht abwärts tendiert in der Summe. Und das ist eine Entwicklung, die man auch mal anschauen muss, weil die US-Aktienindizes natürlich eine andere Entwicklung zeigen in der groben Betrachtung, als wenn man die einzelnen Aggregate drunter betrachtet. Und deswegen kommen wir jetzt zum letzten Punkt, zum abschließenden R, nämlich der Frage, wie könnte eine Reallokation aussehen? Wie kann das Portfolio bei fallenden Zinsen strukturiert werden? Wir können davon ausgehen, dass Gelder aus Geldmarktprodukten abgezogen werden, weil die Zinsen natürlich auf absehbare Zeit weiter fallen. Im Moment kriegt man risikolos 5,3%. Wenn aber, wie jetzt die zweijährigen Zinsen es suggerieren, man nach einiger Zeit plötzlich nur noch 3,6% bekommt, ist es immer noch okay. Aber ich glaube, dann suchen die Anleger wahrscheinlich nach höher rentierlichen Anlagen. Und dann gehen natürlich auch die Zinsen insgesamt im gesamten Markt zurück, auch für die anderen Anlagen. Deswegen habe ich hier mal eine kleine Grafik aufgeführt, wie die Zinsentwicklung momentan sich darstellt. Ich glaube, es wird eine Menge auch Liquidität im Aktienbereich investiert werden, die frei wirkt von den Geldmärkten. Und die Frage ist natürlich, wo die in den Aktienmärkten investiert wird. Weil der Aktienmarkt hat in den letzten Jahren Begehrlichkeiten geweckt. Er hat sehr gut performt. Leute neigen dazu natürlich, in die Dinge zu investieren, die in diese Vergangenheit, in der Vergangenheit schon erfolgreich investiert waren. Und das könnte natürlich für Large Cap Tech-Werte sprechen. Aber fragen Sie sich selbst mal, wo würden Sie jetzt aktuell Geld, frisches Geld, was Sie haben, reinvestieren? Würden Sie das auch so machen, bei Large Cap Tech investieren? Ich glaube, das Gebot der Vorsicht und die eben genannten Warnsignale sprechen eher für einen etwas vorsichtigeren Ansatz. Vieles spricht dafür, dass man eher vielleicht defensive Sektoren, defensive Einzelwerte, anstatt der sportlichen Bewertungskennzahlen der hochbewerteten Bereiche des Marktes in den Fokus, nehmen sollte. Genauso wie Midcaps. Ich glaube, das ist eine interessante Variante.
weil die auch stärker von dem fallenden Zinstrend profitieren sollten als die Large Caps, die ja jetzt als Safe Haven sozusagen in der Aufwärtsentwicklung schon eine große Rolle gespielt haben. Also vieles spricht dafür, dass wir in den letzten Monaten des Jahres oder in den nächsten Monaten eine etwas schwierige Situation vorfinden werden. Wir haben eine Wahl vor uns, wir haben diese ganzen Unsicherheiten der wirtschaftlichen Entwicklung vor uns und das ist etwas, was uns natürlich schon zu denken geben sollte. Daher vielleicht noch ein Zitat am Schluss, das die Erwartung auf die kommenden Monate perfekt beschreibt, habe ich neulich gelesen. Erinnern Sie sich an die Szene von Die Hard, als Bruce Willis barfuß über eine große Fläche mit Glasscherben entkommen muss. Und so wird beschrieben, wie sich momentan die Händler fühlen, wenn sie sich positionieren sollen, Richtung der nächsten Monate vor der US-Wahl und ähnliches. Also wenn das so das Bild ist, das man vor Augen haben muss, dann wird es wirklich etwas schwieriger. Also kein Szenario, um die Risikoparameter voll aufzudrehen. Daher empfiehlt es sich, in den saisonal vielleicht schwachen und volatileren Wochen potenziell größere Volatilität, eine defensivere Positionierung aufzubauen, mehr value-orientiert, mehr substanzwerte-orientiert und ein bisschen von den großen Gewinnern der letzten Phase Abstand zu nehmen. Das